Hallo ihr Lieben, ich war in der letzten Zeit etwas öfter bei DM und ich habe auch an einem Tag ein Bild bei Instagram gepostet und gefragt, was eure Lieblingsprodukte sind. Und da ich sehr viele Empfehlungen bekommen habe, habe ich etwas mehr eingekauft als sonst. Und deswegen möchte ich direkt anfangen, aber als erstes möchte ich euch noch zeigen, was es zurzeit bei DM, also was ich dort gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es bei jedem DM gibt. Das ist so ein gratis Testset von der Garnier BB Cream. Und da sind, ich kann euch das einmal zeigen, 7 Packs drin. Das ist eben diese BB Cream in der Farbe Light. Ich weiß nicht, ob sie zu meinem Gesicht passt. Also ich denke, dass sie zu hell sein wird. Aber ich dachte, ich nehme es mal mit. Und hier steht auch drin, wenn man die testet und danach seine Bewertung auf dieser Seite, die steht auf jeden Fall drin, da eingibt, kann man ein BB Cream Augenroll-On bekommen, solange der Vorrat reicht. Wer weiß, wie lange der Vorrat da ist. Würde ich mich mal ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall finde ich das ganz cool, also wollte ich euch nur mal zeigen. Dann habe ich als nächstes den Beauty Blender von Evelyn gekauft. Und zwar nennt er sich Make-up Präzisions-Eye. Und ich dachte immer so, ja, eigentlich brauche ich das auch nicht, weil ich benutze sowieso selten Foundation. Und ja, da wusste ich aber noch nicht, wie gut dieses Ding ist. Ich verwende das jetzt nur noch für meinen Concealer. Also ich gehe dann immer so mit diesem vorderen Teil hier so drauf. Und das geht einfach so gut. Der war am Anfang ganz schön pink, aber natürlich, wenn man Make-up benutzt, kriegt er ein bisschen Farbe ab. Aber ich wollte den euch auf jeden Fall mal zeigen, weil der echt gut ist. Also echt empfehlenswert. Dann habe ich mir 4 Lidschatten von Catrice gekauft. Und 4 Lidschatten hört sich jetzt erstmal sehr viel an. Hier sind die. Aber ich muss dazu sagen, dreimal ist der gleiche dabei. Und zwar ist das Common Chameleon von Catrice. Hier einmal steht da auch der Sticker Ausverkauf 1,75 € drauf, weil der leider aus dem Sortiment geht. Und deswegen habe ich den so oft gekauft. Also ich bin nicht bescheuert geworden und kaufe mir deswegen Lidschatten mehrmals. Der geht leider aus dem Sortiment und ich weiß nicht, warum Catrice das macht. Also ich verstehe es nicht. Aber jedenfalls müssen wir das akzeptieren. Und ich habe extra 3 gekauft. Ich werde 1 oder 2 davon verlosen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ja. Vielleicht behalte ich die auch alle? Nein, ich glaube, mindestens einen werde ich an euch irgendwann verlosen. Das weiß ich aber noch nicht genau wann. Und ja, falls ihr den Lidschatten mögt und ihn euch sowieso schon lange kaufen wolltet, dann würde ich mich jetzt ein bisschen beeilen, weil sonst ist der weg. Und es ist ein Dupe zu dem MAC Lidschatten Club. Das ist so ein dunkelgrün mit braun. So, das changiert halt so ein bisschen und ich liebe diese Farbe. Ich finde das einfach so wunderschön. Deswegen musste ich ihn unbedingt nochmal haben. Und dann habe ich mir noch einen Catrice Lidschatten gekauft. Das ist die Farbe 630 Fancy a Copy Tea. Und die Farbe sieht so aus. Finde ich auch sehr schön. Also ist halt so ein, nicht unbedingt Gold, das ist so ein, ja, irgendwie schon Gold, Rosa, Peach, so alles irgendwie so zusammen. Finde ich sehr schön. Ich liebe solche Lidschatten einfach. Mir gefällt diese Farbe einfach so gut, dass mir zu Hause aufgefallen ist, dass ich nicht genau den gleichen schon zu Hause habe, aber von einer anderen Marke. Ist ein bisschen blöd, also dass ich jetzt zweimal fast den gleichen Lidschatten habe. Aber naja, was soll man machen? Ich finde die Catrice Lidschatten einfach so gut. Und ja, bereut habe ich es nicht, den gekauft zu haben. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar mehr zulegen. Wahrscheinlich auch noch ein paar aus dem neuen Catrice Standardsortiment. Als nächstes habe ich mir eine Pinzette von Evelyn gekauft. Und zwar gibt es jetzt dieses neue Design. Und guckt euch das mal an, wie süß das ist. Das ist rosa mit weißen Pünktchen. Und das gibt es, glaube ich, noch in grau und dunkelrot. Und ich liebe die Evelyn Pinzetten einfach, die sind so gut. Damit kriegt man einfach seine Augenbrauen sehr gut in Form. Und meine war irgendwie weg. Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Jedenfalls habe ich sie nicht mehr gefunden. Und dann habe ich mir natürlich das süßeste Design ausgesucht, was ich finden konnte. Ich finde, Evelyn sollte die auch nochmal im Blümchenmuster oder so machen. Finde ich auch sehr hübsch. Die ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und wenn ihr noch keine gute Pinzette gefunden habt, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Dann habe ich mir von Essence so einen Stays No Matter What Lidschattenstift gekauft. Und zwar ist das die Farbe 07 Whipped White Frosting. Die Farbe sieht so aus, ist halt so ein Champagnerton und so. Und ich wollte gerne mal so einen Stift ausprobieren. Und ich muss sagen, der ist auf jeden Fall richtig gut. Also der hält total gut. Besonders jetzt auf dem Handrücken hält es natürlich ein bisschen besser als auf dem öligen Augenlid. Aber ich habe den so geswatcht, also als ich den schon gekauft habe, weil ich glaube, von dem gibt es keine Tester. Und ich muss dazu sagen, ich hatte den das erste Mal bei DM an der Kasse liegen lassen und musste dann später nochmal zurückgehen. Ja. Ich bin halt ein bisschen durcheinander gewesen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Die Frau hat noch gesagt, und vergessen Sie den Stift nicht. Ich so, ja, genau. Und dann wollte ich den einpacken und habe es irgendwie nicht gemacht. Aber als ich zurückkam, lag er dann noch, deswegen konnte ich ihn wieder mitnehmen. Und was ich sagen wollte, ich habe ihn auf jeden Fall danach benutzt. Und später wollte ich den abmachen, so mit den Händen, und es funktionierte nicht. Also der ist so
total bombenfest. Und ich habe so einen ähnlichen von Rival de Loop und der hält überhaupt nicht. Den kann man rumschmieren wie sonst was. Und der hält einfach richtig gut, deswegen ist er sehr empfehlenswert. Dann habe ich mir zwei Lip Balms gekauft und zwar an erster Stelle Maybelline Baby Lips. Die sind ja so unglaublich gehypt, also wirklich jeder hat die. Und ich habe den in der Farbe Peach Kiss und das war jetzt so die Farbe, die mir am meisten zugesprochen hat. Es gibt ja noch zwei durchsichtige, aber die fand ich jetzt nicht so interessant, weiß ich nicht. Den Peach Kiss habe ich schon von Ilona ausprobiert und weil er mir so gefallen hat, musste ich ihn dann unbedingt auch haben. Und ich finde die auf jeden Fall sehr gut. Also die sind von der Pflegewirkung okay, sehen auf den Lippen schön aus, deswegen, ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Dann habe ich außerdem noch diesen hier entdeckt und zwar ist das von Blistex Happy Lips. Und zwar gibt es das einmal in Mango und einmal in Erdbeere. Und ich muss sagen, den Duft finde ich nicht so gut. Also ich finde den Geruch von den Maybelline Baby Lips Teilen besser. Also der riecht ein bisschen zu künstlich nach Erdbeere. Das ist jetzt das Letzte an Kosmetik, danach kommen wir zur Pflege. Von Maybelline den Gel Eyeliner gekauft und mir fällt gerade ein, dass ich den bei Rossmann gekauft habe. Aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Jedenfalls habe ich den gekauft, als es bei Rossmann 20% gab auf das Maybelline. Jetzt kommen wir zu den Pflegeartikeln und zwar habe ich mir natürlich von Balea das jeden Tag Shampoo gekauft und das hat eine neue Duftrichtung und zwar Vanilletraum. Und es riecht halt so nach Vanillepudding und das riecht auf jeden Fall sehr lecker. Und wir haben davon auch schon eins zu Hause. Und ich glaube, ich brauche zu diesem Shampoo eigentlich nichts mehr sagen, weil ich erwähne das ungefähr in allen Videos. Und es ist einfach das Beste, was es gibt. Meine Haarroutine, falls ihr die sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Dann kann ich die auch bald mal abdrehen, weil es wird auf jeden Fall ein Bestandteil davon sein. Und als nächstes habe ich mir ein Rasiergel gekauft. Das ist einfach dieses ganz normal einfache von Balea. Und ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Ich finde es irgendwie besser als diese, wie heißen die nochmal? Coconut Dream oder Buttermilk Lemon oder so. Ich finde das Einfache irgendwie am besten. Ich weiß nicht, dieses andere, das finde ich irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat das hier eine lilane Farbe, das Gel. Fand ich ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt erwartet, dass es pink oder rosa ist, aber es ist lila. Naja, habe ich mir auf jeden Fall gekauft und ich finde es sehr gut. Ich kaufe einfach am liebsten das von Balea. Dann habe ich mir das Trend It Up beschützende Spray, also ein Hitzeschutzspray von Balea gekauft. Und vielleicht kennt ihr noch die andere Verpackung. Das war so schwarz mit rot und das sah aus wie so ein Feuerlöscher. Aber jetzt haben die so ein total niedliches weiß-rosanes Design und deswegen musste ich das haben. Eigentlich wollte ich mir das nicht wieder kaufen. Ich wollte mir ein teureres kaufen, was vielleicht besser ist. Aber als ich das Design gesehen habe, da konnte ich irgendwie nicht Nein sagen. Und Ich glaube, ich hatte das schon mal und fand das ganz okay oder fand ich das gut. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es auf jeden Fall jetzt wieder testen. Dann habe ich mir von Alverde das Farbbrillanz-Shampoo gekauft. Ich wollte mal ein Shampoo von Alverde ausprobieren. Das ist für braunes, rotes und schwarzes Haar. Und es ist nicht nur für koloriertes Haar, sondern auch für naturfarbenes. Und deswegen, ja, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich werde es auf jeden Fall bald mal testen. Dann habe ich mir noch ein Shampoo gekauft und zwar das Tiefenreinigungs-Shampoo und ich finde es so gut. Also das ist von Balea Professional. Mir kommt es dann so vor, als ob wirklich alles aus meinen Haaren raus ist. Hört sich irgendwie komisch an, aber ich benutze es halt so einmal alle 2 Wochen oder einmal in der Woche. Kommt drauf an und deswegen brauche ich es auch nicht so oft und deswegen ja, muss das mal wieder sein, weil das alte leer gegangen ist. Dann habe ich mir, weil mir das so viele empfohlen haben, von Balea das Cremeöl-Duschpeeling mit himmlischen Apfel- und Zimtduft gekauft. Und ich finde den Duft einfach unglaublich. Es riecht so total lecker nach Bratapfel oder nach irgendwelchen weihnachtlichen Sachen. Ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber ich finde es trotzdem cool. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hatte schon mal ein Duschpeeling von Balea. Dieses, was war das nochmal für eins? Das war auch sehr gehypt auf YouTube. War das auch mit Buttermilch und Zitrone oder so? Jedenfalls mochte ich das sehr gerne, deswegen wollte ich mir das hier jetzt auch kaufen. Dann habe ich mir ein Balea Hygiene Handgel gekauft. Das ist jetzt diese Reisegröße, weil ich eben gerade unterwegs war und ich keins in der Handtasche hatte. Deswegen habe ich mir eins gekauft und das kommt jetzt auch gleich wieder in meine Handtasche. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Artikel und zwar ist das dieser Deo Roll-On von Duschstars. Und zwar nennt sich dieses Golden Cashmere luxuriöser Duft. 48 Stunden, werden wir sehen, ob es so lange hält. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Jedenfalls sehe ich das ständig in den Videos von Funny Pilgrim und ich liebe Funny Pilgrim und ihre Videos. Und deswegen musste ich das einfach mal ausprobieren und ich habe es jetzt noch bei jemandem gesehen. Ich glaube, das war Barbie Loves Lipstick.
Sie hat das, glaube ich, auch benutzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie das war. Jetzt werde ich es auf jeden Fall auch mal ausprobieren und mal gucken, wie es ist. Vielleicht seht ihr das irgendwann in einem aufgebraucht oder Favoritenvideo, man weiß es nicht. Und das war es jetzt auf jeden Fall mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Sagt mir mal, was ihr euch davon nachkaufen wollt oder was ihr davon selbst habt und wie ihr das findet. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.